Hallo zu einer neuen Folge Neues aus dem Moberkeller, Teil 60. Ja, heute zeige ich euch den Weiterbau, die Fortsetzung der Ausgestaltung der Ebene 1. Dann ist an der Obstplantage noch einiges geschehen. Die Hühner sind eingezogen. Rund um den Bauernhof hat sich auch einiges getan. Jetzt kommt das Intro und danach viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Winnies Mober Spur N. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich begrüße alle Abonnenten, alle neuen Abonnenten und alle, die zuschauen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen des Videos und melde mich am Ende des Videos noch einmal wieder. Bis dahin. Ich habe hier einen Baum mit Baumhaus von Noch. Kennt ihr vielleicht auch schon, beziehungsweise der ein oder andere wird es wahrscheinlich kennen. Das hat die Artikelnummer 21766. Und dieses Haus, dieses Baumhaus mit Baum möchte ich hier hinten hinstellen, an den Berg. Das werde ich jetzt mal machen. Und das Ergebnis werde ich euch dann zeigen. Der Baum mit dem Baumhaus ist aufgestellt. Jetzt kann ich weiter gestalten an der nächsten Stelle. So, nochmal in groß das Baumhaus. Ist zwar etwas schwierig zu sehen, aber es soll ja auch ein bisschen versteckt sein. Weiter geht's. Hier seht ihr nochmal die Apfelbaumplantage. Ich habe jetzt noch drei weitere Obstbäume mir von Heki besorgt. Stell sie mal dahin. So. Diese werde ich jetzt hier hinten weiter rüber verpflanzen, anpflanzen, aufkleben. Ja, das ist jetzt der nächste Schritt. Als nächstes werde ich zuerst mal hier hinten weiter begrünen und dann werden anschließend die Obstbäume folgen. Hier dazwischen bzw. hier vorne möchte ich meine Bienenstöcke mit den Imkern bei der Arbeit aufstellen. Also es geht hier vorne voran. So, ich habe hier weiter begrünt an der Obstplantage oder Apfelbaumplantage, damit ich hier noch weitere Apfelbäume setzen kann. Hatte ich euch ja erzählt, habe das aufgeklebt, trocknen lassen das Gras und den Überschuss schon wieder abgekehrt, zusammengekehrt mit einem Pinsel und hier liegt das Häufchen davon. Ja, jetzt habe ich mir überlegt, hier oben auf der Ebene 1, hier in diesem Bereich, möchte ich einen Grillplatz platzieren. Also werde ich als nächstes dort auch wieder Gras sehen, aufkleben, damit dann der Grillplatz dahin kommt.
Des Weiteren habe ich schon hier oben auf der Ebene 1, weiter geht's hier rüber ja. Da habe ich schon auf die nächste Fläche hier, wie ihr seht, alles Spachtelmasse aufgetragen, damit die weitere Bearbeitung da auch vorangehen kann. Ja, aber das kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt ist erstmal hier der Grillplatz, hier vorne die restlichen Obstbäume und meine Imker habe ich auch angemalt. Ich zeige sie euch mal. So, hier, vielleicht kann man sie erkennen. Wird scharf. Komm, bist lieb. So, so geht's. Eine im Schutzanzug, der andere hat so eine Pfeife, glaube ich, nennt man das, die immer dann am Qualm ist und die Bienen verscheucht. Ja, auch ein paar Bienenstöcke habe ich schon in Bearbeitung. Alles das wird hier vorne jetzt platziert. Plus die drei Obstbäume, die ich noch habe. Ja, wenn das alles wieder soweit ist, dann werde ich es euch wieder zeigen. Die Hühner haben in ihrem Gehege Einzug gehalten. Eine kleine, feine Fummelsarbeit. Man kann sie erkennen, aber mit bloßem Auge sind nur braune Punkte zu sehen. Ja, auch ein Hahn sitzt mittendrin. Ich kann euch jetzt allerdings nicht sagen, wo ich ihn hingesetzt habe. Ich glaube, das ist er. Aber ja, wir können ja mal probieren mit ranzoomen. Mir geht nicht, dann wird er nicht scharf. Aber das ist der Hahn. So, jetzt habe ich 10-fache Vergrößerung und es sieht immer noch ziemlich klein aus. Ihr könnt euch vorstellen, was es für eine Fummelsarbeit war, die Hühner dort aufzustellen. Naja, es ist geschafft. Jetzt soll es an die Gestaltung dieses Bereiches hier gehen. Dort möchte ich eine Grillhütte aufstellen und ein paar Reiserlein, die am Grillen sind. Und natürlich auch den Bereich um den Grillplatz herum ein wenig gestalten. Vielleicht ein paar Hecken, ein paar Bäumchen noch. Mal sehen, was sich so ergibt. Aber als erstes muss ich mal sehen, wo ich denn die Hütte hinstelle. Ich denke mal, so wäre vielleicht nicht schlecht. Wenn ich die Hecke dann dahinter stelle, ja so, das müsste eigentlich ganz gut passen. Ja, dann würde ich jetzt als erstes mal die Hecke da ankleben. Ein wenig Holzleim und dann geht's schon. Ups, beinahe war der Holzleim weg. Ja. So, das müsste jetzt so andrücken. Ja, das hält. Ja, vielleicht. Ja, das die Tannen dann hier hin. Ja, so. Und die Hütte. Ja, vielleicht. Ja, ich glaube doch besser ein bisschen weiter zurück. Nicht so nah. Ja, so. So ist vielleicht ganz gut. Ja, dann
werden wir das mal so machen. Also. So. Er will nicht so, wie ich will, aber. So. Jetzt hat er verloren. Jetzt hier einen kleinen Klecks vom Leim. So, dann kommt es dahin. Ja. Jetzt habe ich hier ja noch ein paar Preiserlein. Ein Brunnen, Wasser. Ja, ich denke mal, das werden wir jetzt hier vorne alles platzieren können. Die Grillfreunde dazu. Ja, aber ich stelle jetzt erstmal die Tannen hin und dann noch die Grillfreunde und dann zeige ich euch das Endergebnis. Grillhütte aufgestellt, Bäume und Hecke gepflanzt und die Grillfreunde haben auch ihren Platz gefunden. Es wird schon fleißig gegrillt. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich nicht noch ein Lagerfeuer oder sowas dahin mache, aber das muss ich mir noch mal überlegen. Weil hier in diesem Bereich wäre ja natürlich noch Platz. Das wäre vielleicht noch eine schöne Sache. Seht ihr? So passt das. Hier vorne ist jetzt das Gleis, wo die Züge vorbeifahren. Und hinten ist die Grillhütte, wo die Grillfreunde fleißig am Grillen und am Speisen sind. Ja, auch das ist jetzt wieder erledigt. Und wir schauen, wie es weitergeht. Weiter soll es gehen mit der Gestaltung hier auf der Ebene 1. Hier vorne habe ich euch ja schon gezeigt, habe ich jetzt die Grillhütte, die Grillfreunde, einige Bäume oder Tannen hingesetzt. Jetzt habe ich als letztes noch hier vorne Sträucher, auch hier an der Grillhütte vorbei. Hier vorne habe ich einen Grünstreifen mit Sand vermischt hingemacht und hier hinten habe ich einmal Waldboden aufgetragen. Dort möchte ich eine Reihe weiterer Tannen, vielleicht auch eine Doppelreihe, mal sehen. Und hier vorne im Anschluss an die Grillhütte vielleicht einen Spielplatz. Das wäre so jetzt meine Idee, was ich als nächstes dann dahin machen könnte. Den Spielplatz müsste ich mir allerdings noch besorgen. Aber die Tannen könnte ich jetzt als nächstes setzen. Also werde ich das schon mal in Angriff nehmen. Ja, wie ihr seht, sind die Tannen jetzt gepflanzt. Ich finde, so passt das ganz gut. Ich werde mir jetzt einen Spielplatz besorgen und den dann hier vorne in dem Bereich irgendwo hinmachen. Ja, und damit ist dieser Bereich auch schon wieder ein Stück weiter vorangekommen. Ich wollte euch nur kurz zeigen, dass die Tannen jetzt gesetzt sind. Weiter geht's an der nächsten Stelle. Auch im Bereich des Bauernhofs hat sich noch was getan. Ich habe jetzt hier vorne den Bereich vor dem Hühnerstallgehege noch ein wenig gestaltet, habe dort jetzt noch Holz abgestellt, Wagen abgestellt und auch hier hinten der Wagen hat jetzt seinen Platz gefunden. Ja, also ihr seht, es geht an mehreren Stellen voran. Jetzt möchte ich als nächstes hier vorne in diesem Bereich hier vielleicht ein kleines Schweinehaus
Hausschweine-Gehege machen. Dazu habe ich mir Hausschweine von Graham Farish bestellt. Hier habe ich sie auch schon bekommen. Und dazu möchte ich hier vorne ein Gehege jetzt hinmachen, wo die Schweine sich dann aufhalten. Ja, ich hatte ja eigentlich gesagt, ich würde jetzt als nächstes die Weide für die Schweine hier vorne in diesem Bereich machen. Aber ich habe es mir dann anders überlegt und habe zuerst mal eine Grünfläche vorbei an am Hühnerstall bzw. hier vorne an der Zufahrt zum Bauernhof noch gemacht. Da ist immer noch der Leim am Trocknen. Anschließend muss ich dann die Grasfasern abkehren und dann werde ich das mit dem weiteren Bau an dieser Stelle machen. Ja, hier am See seht ihr, habe ich schon mit Grün den Boden gestrichen. Dort werde ich mit einem schwarzen Bosch die Farbe noch ein wenig verändern und dann kann irgendwann auch Wasser darauf gegeben werden. Ja, was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe hier vorne am Bauernhof selber habe ich eine Bank hingesetzt. Da werde ich noch eine Person irgendwie draufsetzen, vielleicht auch zwei. Mal sehen, wie es sich ergibt. Hier hinten habe ich einen Zaun gesetzt zu den Schienen hin, damit niemand da auf die Schienen laufen kann. Genauso habe ich einen Zaun hier vorne vorbei an der Böschung gesetzt, damit auch da eine Abgrenzung vom Bauernhof ist. Ja, dann habe ich noch einige Bäume hier vorne gesetzt, an der Kuhweide, auch da hinten. Da könnt ihr es sehen, da ist die Kuhweide, beziehungsweise daneben sind jetzt noch ein paar Bäume gesetzt worden. Ja, das sind so die nächsten Fortschritte, die ich jetzt hier gemacht habe. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich werde hier vorne ein wenig Gips auftragen, den ein bisschen unstrukturiert ja, da gestalten, damit das Ganze dann so ein bisschen aussieht, als wenn die Schweine da ein wenig auf ihrer Weide gewühlt hätten. Ja, das wird es dann sein. Dann werde ich das Ganze umzäunen und dann werden wir sehen, wie es aussieht. Ja, weiter geht's dann. Hier am See habe ich euch ja eben schon gezeigt. Und auch hier an der Zufahrt, denke ich mal, wird sich noch was tun. Ja, das soll es wieder gewesen sein. Jetzt habt ihr wieder ein neues Update, was gerade so alles passiert ist. Nun sind wir wieder am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Anschauen des Videos. Ich habe noch etwas weitergearbeitet ohne Kamera, weil da gab es nicht viel zu sehen. Die Fläche, die auf der Ebene 1 im Anschluss an den Platz, an den Grillplatz kommt, habe ich schon mal braun gestrichen. Gespachtelt war sie ja schon. Das habt ihr ja gesehen. Ja, das wird in einer der nächsten Folgen einer der Fortsetzungen sein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage Tschüss, euer Winnie.